In dieser Videoreihe, die aus 8 Teilvideos besteht, wird ein grober Überblick über die Geschichte der Kunstpädagogik gegeben. Das zweite Video beschäftigt sich mit der Kunsterzieherbewegung. Im vorherigen Video wurde der Zeichenunterricht als ein Instrument zur Disziplinierung und Industriearbeiterausbildung vorgestellt. Besonders das technische Nachzeichnen und Vorgaben in Form von linearen Strukturen prägten diese instrumentalisierte Form des Zeichnens. Die gesellschaftlichen Umwälzungen um die Jahrhundertwende gaben jedoch Anlass für kulturelle Veränderungen und Schulreformen, die sich auch auf den Kunstunterricht auswirkten. Das zunehmende Interesse und die wachsende Wertschätzung der Kinderzeichnung führten auf dem Kunsterziehungstag 1901 in Dresden zur Kunsterzieherbewegung. Innovative Kunstpädagogen, unter anderem Alfred Lichtwarck, plädierten dafür, sich von dem technischen Nachzeichnen zu entfernen und das Zeichnen als Ausdruck der eigenen kindlich-künstlerischen Individualität anzusehen. Die Freiheit des Kindes sollte respektiert werden, sodass anstelle des Zeichnens nach Vorgaben die freie Handzeichnung im Mittelpunkt stand. Die persönliche Begabung eines jeden Kindes sollte gefördert werden, damit es mit schöpferischer Gestaltungskraft sein Inneres darstellen kann. Darüber hinaus wurde nicht mehr anhand von Lehrbüchern gezeichnet. Nun sollten die Lernenden in die Natur gehen und durch ihre unmittelbare Wahrnehmung das Zeichnen üben. Die Motive sollten genau studiert und gedanklich in abzuzeichnende Grundformen aufgeteilt werden. Insgesamt wollte die Kunsterzieherbewegung die Kunst allgemein näher zum Volk bringen und den Menschen durch und mit Kunst erziehen. Die gesellschaftlichen Spannungen sollten durch die kulturelle Teilhabe und Erfahrung abgebaut werden. Unter diesen Gesichtspunkten entwickelte sich auch die Museumspädagogik, in der das dialogische Miteinander in der Kunstbetrachtung gefördert wurde. Die Kunsterzieherbewegung wurde durch den Kunstunterricht im Nationalsozialismus abgelöst, der einige der Grundgedanken für sein Konzept nutzte. In den 20er Jahren entstand abseits des Schulunterrichts, im eher universitären Kontext, mit den Lehren des Bauhaus ein weiteres wichtiges Konzept,